man muss nicht immer gleich so euphorisch sein. Ich habe auch damals keine Euphorie aufkommen lassen, eigentlich von meiner Seite aus, als wir Erster waren, Herbstmeister waren, weil ich gewusst habe, die Mannschaft spielt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und umgekehrt genau war ich auch nicht negativ, so negativ, als wir mal die Punkte nicht geholt haben. Weil ich wusste, wir haben dort in der Phase aber besser gespielt. Aber wir haben, ne, zum Spiel gehört natürlich auch die Tore, das haben wir in der Phase nicht gemacht. Und ich denke mal, das liegt sicherlich auch an der Qualität. Zwei, drei Spieler vielleicht noch holen, die wirklich top, die den Unterschied ausmachen. Das werden wir sehen und das werden wir besprechen. Aber in diesem Jahr war die Mannschaft top, sie hat Hervorragendes geleistet. Und so gut wie jetzt, heute zum Beispiel, geht es auch nicht immer. Wir haben heute auch dann leicht gehabt, wir haben schon zwei erarbeitet. Aber wir haben ja dann auch mit einem Mann mehr gespielt. Aber die Mannschaft hat natürlich gezeigt, wir sind schon längst in Europa League. Wir können den Platz nicht mehr vergeben und hat nochmal Vollgas gegeben. Und das wird auch hier jeder gesehen haben, dass wir hier eine tolle Mannschaft haben, die Leidenschaft gezeigt hat, das, was wir vorgegeben haben, das haben sie gezeigt und da war ich deswegen auch sehr, sehr zufrieden in diesem Jahr. Ja, ich bin relativ leer, muss ich sagen. Also das Spiel war doch sehr intensiv, vor allem dann die Schlussphase noch. Es geht sehr, sehr vieles durch den Kopf. Ich weiß, dass es für mich jetzt das letzte Spiel mal vorerst war bei der Austria. Ich werde jetzt ein neues Kapitel aufschlagen und sehr viel auf einmal. Ich habe jetzt das Wort vorerst gehört. Ja, ich würde nicht sagen, dass man sich nie wieder sieht. Man sieht sich im Leben immer zweimal, gibt es ein Sprichwort und wer weiß, vielleicht ist in 3-4 Jahren mein Körper noch so fit, dass ich vielleicht noch hier meine Karriere beenden kann. Ja, wir haben jetzt gar nicht so einen Abschied gedacht. Natürlich sind einige Spiele auch verabschiedet worden, aber Priorität war mir, dass wir das Spiel gewinnen, das haben wir geschafft und ja, vielleicht kann man jetzt dann in den Abendstunden dann sentimental werden, aber jetzt muss man das einmal sacken lassen und ich glaube, dass wir sehr viele schöne Jahre da gehabt haben. Ein paar von uns sind ja schon länger dabei, haben wir auch schon ein bisschen was feiern dürfen auch und von dem her werden wir mit guten Erinnerungen weggehen und man darf ja nicht vergessen, es entsteht ja was Wundervolles da und von dem her ist es ja nur ein kurzer Abschied. Das ist eine tolle Saison. Die Mannschaft hat sich gefunden. Das ist ja das Wichtigste. Und sie glaubt an sich. Also ich glaube, dass sie mittlerweile denkt, sie können jeden schlagen. Und das ist eine gute Eigenschaft. Da wollten wir ja hin. Wir wollten ihnen in dieser Saison dieses Visionen, Leidenschaften und Zusammenhalt mitgeben. Und ich glaube, das hat diese Mannschaft. Wir haben eine Hierarchie gefunden in der Mannschaft. Wie gesagt, wenn jetzt punktuell da die richtigen Spieler kommen, auch charakterlich die richtigen Spieler kommen, dann wird die sicherlich diese Mannschaft auch nächstes Jahr unter den Top 3 sein, trotz Europapokals. Aber es wird schwierig und ich weiß, dass niemand damit zufrieden ist, Dritter zu werden. Aber ich glaube auch im nächsten Jahr oder allgemein, wenn die Austria Wien immer unter den Top 3 ist und kann zwischendurch mal Erster werden, wäre das eine gute Sache. Aber da müssen wir schauen, wie wir das machen können auf Dauer. Aber das dauert, das geht nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, Red Bull hat da schon andere Mittel. Von uns ist einmal nach einem Riedspiel ein großer Druck abgefallen. Da muss man natürlich dann wieder ein bisschen Spannung aufbauen. Der Sturm ist ins Spiel gegangen, wollte es unbedingt gewinnen. Aber wir haben gesagt, wir pushen uns da noch einmal, wollen da unbedingt gewinnen. Uns bei den Fans auch nochmal verabschieden, von dem Stadion auch verabschieden mit einem Sieg. Das ist uns im Endeffekt gelungen und ich glaube, die letzten Runden haben wir einen sehr tollen Fußball gespielt. Und ja, wir können, glaube ich, dann mit der Saison sehr zufrieden sein. Wie gesagt, wir haben ja Gespräche und wollen schauen, was bei diesen Gesprächen rauskommt, was können wir tun. Ja, um den nächsten Schritt zu gehen. Und natürlich mache ich mir auch meine Gedanken, aber wie gesagt, mir hat es hier sehr viel Spaß gemacht, mit den ganzen Verantwortlichen drumherum im Club zu arbeiten, die viel getan haben für uns und auch für mich. Und da bin ich auf jeden Fall mal erst sehr zufrieden. Ja, es hätte natürlich auch in eine andere Richtung gehen können, wo man dann nach dem Schlusspfiff sagt, die Luft war schon draußen und wir wollten nicht mehr, aber wir wollten eigentlich das Gegenteil beweisen. Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, wir wollen nochmal alles geben, alles raushauen, was in uns steckt, damit wir wirklich erhobenen Hauptes in den Urlaub starten können. Das Gehirn ist sehr, sehr, lässt sich leicht beeinflussen. Und viele Leute haben sich davon beeinflussen lassen, was geschrieben und auch was gezeigt wurde, zwischenzeitlich. Ja, aber die richtigen Fans, die standen dahinter, die sind auswärts mitgefahren, die haben gefightet für uns. Und das sind die richtigen Fans, die brauchen wir. Und
und man lässt sich halt schnell beeinflussen. Aber ich denke trotzdem am Ende, man hat es ja heute gesehen, die Fans waren zufrieden mit der Saison und ich weiß auch, dass der Anspruch groß ist, dem will ich gerecht werden und wir müssen schauen, ob ich das auch schaffe im nächsten Jahr. Ja, ich habe mit niemandem gesprochen, ich wollte mich voll auf die Meisterschaft konzentrieren, das war viel zu wichtig, als mit anderen Vereinen zu sprechen jetzt. Also wie gesagt, das mache ich nicht, ich habe jemanden, der das für mich macht, wenn was war, er hat mir nichts gesagt, ich habe mich total auf die Meisterschaft konzentriert und wenn was kommt, ist man immer als Trainer natürlich geehrt, man fühlt sich geehrt, weil das heißt ja, dass wir auch gute Arbeit geleistet haben und dass der Trainer auch im Blick steht, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Mannschaft das geschafft hat und den Trainer da mitgenommen hat und jetzt müssen wir schauen, was passiert, aber bis jetzt habe ich jetzt noch mit keinem Verein gesprochen.